Hallo, im folgenden Video geht es darum, dass bei der Kombination Schullehrmittel plus Birkenbill-Methode oft in den einzelnen Lektionen und Units mehr gelernt wird, als vom Lehrmittel eigentlich vorgesehen ist. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video gepostet, da ging es um den Mut zur Lücke. In diesem Video geht es jetzt um das Gegenteil, nämlich was kann ich an Mehrwert aus so einem Lehrmittel herausholen. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich schon viel, viel mehr, was wir tun, weil wir eben die Birkenbill-Methode mit dem Schullehrmittel kombinieren, weil die Schülerinnen und Schüler ganz, ganz viele Texte aktiv hören, also auch verstehen und danach natürlich stundenlang passiv hören. Das heißt, sie haben einen Wortschatz, der sich immer mehr und mehr erweitert, sie bekommen ein Gefühl für die Sprache, sie können gut lesen und so weiter. Also ich denke, wer von der Birkenbill-Methode schon gehört hat, der weiß um diese Vorteile. Das ist mal das eine. Dann kann man aber auch aus den einzelnen Units oder Unités mehr rausholen, als vom Schullehrmittel eigentlich vorgesehen ist. Ein schönes Beispiel ist gerade in unserem Französischlehrmittel. Da gibt es in der Unité 4 Texte. Das sind Texte zu verschiedenen Regionen, Sehenswürdigkeiten in Frankreich. Also da gibt es Texte zum Beispiel Le Bassin d'Arcachon, Une Dune de Sable oder Garnac, Le Mystère des Menhirs und so weiter. Und die Aufgabe im Schulbuch, die ist folgende. Man soll sich da mal die Bilder zu diesen 8 Texten anschauen. Man soll die Titel mal lesen. Also ich denke auch, da muss man dann zuerst mal übersetzen, dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt die Titel verstehen. Und dann können die Kinder dann ankreuzen, finde ich den Text interessant, so so lala, oder interessiert mich das sehr. Weiter hinten im Schulbuch heißt es dann, man soll einen Text auswählen. Da muss man dann anstreichen, Parallelwörter, die Zahlen, dann bekannte Wörter und Wörter, die ein Partner versteht und Wörter, die man dann eben noch nachschlagen muss. Also so macht man quasi dann den Text verständlich. Also da wird schlussendlich dann aus diesen 8 Texten nur mit einem Text gearbeitet. Was wir gemacht haben, ist ein bisschen was anderes. Wir haben nämlich aus diesen 8 Texten bereits 3 Texte aktiv und passiv gehört. Zum Teil haben die dann nachher Lückenlesen gemacht oder da jetzt zum Beispiel mit dem Folientrick das gehirngerechte Rechtschreibtraining absolviert. Also wir haben insgesamt 3 Texte bereits gehört, verstanden, also recht intensiv behandelt. Und erst jetzt machen wir noch diese Zusatzaufgabe, wählt noch einen der anderen 5 Texte und schaut mal, wie ihr da mit dem Verstehen, wie das geht. Und da beobachte ich natürlich Folgendes, also wenn ich da sehe, wie die Schüler anstreichen, eben bekannte Wörter, dann können sie natürlich da auch in anderen Texten dann relativ viel anstreichen, weil eben, wie gesagt, unser Wortschatz laufend größer und größer wird. Und es war gerade schön, letzte Woche hat meine Kollegin, meine Team-Teaching-Partnerin, die macht ab und zu auch in anderen Klassen Aushilfe. Und sie hat gesagt, sie hat gerade auch wieder eine Französischstunde gemacht und der Unterschied ist einfach ziemlich verbannt. Also da gibt es dann ein paar, die das noch können und ganz, ganz viele in der Klasse, die schwimmen, die verstehen praktisch gar nichts mehr, die kann man auch nicht dran nehmen, weil sich dann auch niemand meldet. Also sehr, sehr stark spürbar jetzt für sie, auch wenn sie unsere Klasse sieht, was wir hier machen können und wenn sie eine fremde Klasse sieht, die ja mit dem gleichen Lehrmittel arbeitet. Und übrigens auch sind die ungefähr am selben Ort. Also ich kann Entwarnung geben, die immer denken, ja, wenn ich nach Birkenbill arbeiten würde, dann das braucht ja so viel Zeit, da komme ich ja nicht hinterher. Doch, man ist vielleicht am Anfang des Schuljahres, braucht es ein gemächlicheres Tempo, weil ich muss ja zuerst die Methode einführen. Es braucht am Anfang mehr Zeit fürs aktive Hören. Aber das gleicht sich gegen Ende des Schuljahres mehr als aus. Also ich weiß, ich lege meine Hand ins Feuer, meine Schüler sind
weiter wie andere Klassen, die nicht nach Birkenwil arbeiten. Und vor allem finde ich das Schöne immer, dass eben niemand durch die Maschen fällt und keiner denken muss, ach, das kann ich überhaupt nicht. Auch dieses, ich habe halt kein Sprachtalent, das hört man in meiner Klasse nicht. Das denken die einen vielleicht noch, wenn sie in der 5. Klasse zu mir kommen, wenn sie mit Englisch Probleme haben, aber das löst sich dann in ein paar Wochen recht schnell auf. Lehrreif Birkenwil hat ja schon immer gesagt, hinterfragt nicht den Schüler oder die Schülerin oder dich selbst, sondern hinterfrag die Methode. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim gehirngerechten Sprachenlernen. Tschüss.